Heute reiten wir mal eine ganz hohe Welle. Gleich geht es um ein Frequenzspektrum, das wir zukünftig für unseren Mobilfunk nutzen wollen. Wir testen das Frequenzband bei 6 GHz. Wir sprechen hier häufig über 2G, 4G und 5G, also über Mobilfunktechnologien. Heute geht's aber um Frequenzen, und zwar die bei 6 GHz. Zur Erklärung: 2G, 4G und 5G im Vergleich spielen sich in niedrigeren Frequenzbereichen ab. Das niedrigste Band, was wir nutzen, ist 700 MHz. 900 MHz nutzen wir teilweise noch für reine Sprachtelefonie, also 2G, bis hoch zu 3,6 GHz, das wir für 5G nutzen. Damit übertragen wir viele Daten in Windeseile. Und jetzt nochmal zur Erinnerung: Je niedriger die Frequenzen, desto weiter reichen die Wellen. Je höher die Frequenzen, desto höher die Bandbreite und die Datengeschwindigkeit, die zur Verfügung steht. Die Wellen reichen aber nur wenige hundert Meter weit. Was hat es mit dem Frequenzspektrum bei 6 GHz auf sich? Wir bauen ja grundsätzlich ein hochperformantes Netz auf 5G, auf das sogenannte Spektrum 3.6 GHz, und werden das auch in der Zukunft weiterhin ausbauen. Wenn wir aber in der Perspektive schauen, welches Spektrum für Kapazitätserweiterungen stünde, dann kommt sofort die Frage nach 6 GHz. Und das ist das, was wir im Moment hier in Bonn teilen, also versuchen und testen, um zu schauen, inwieweit 6 GHz für Mobilfunk eignet. Werden wir in Zukunft das gesamte Frequenzband bei 6 GHz brauchen? Definitiv nicht. Wir gehen davon aus, dass der obere Bereich, also in etwa 700 MHz, ausreichend sein wird, um die künftigen Kapazitätsbedarfe abzudecken. Und darüber reden wir. Was ist das Besondere an diesen hohen Frequenzen? Also mehrere interessante Eigenschaften. Eine ganz wichtige, neben dem hohen Kapazität, um den Datenhunger in der Zukunft natürlich auch zu stillen, auch die Möglichkeit, 6 GHz auf bestehende Infrastruktur auszurollen, sprich unter dem Einsatz bestehender Makrostandorte. Und das wollen wir hier nochmal prüfen, inwieweit 6 GHz sozusagen die Ausbreitung ähnelt einer 3.5, um bestehende Standorte dafür auch einzusetzen. Für was werden die Frequenzen denn heute noch genutzt? Aktuell setzt man 6 GHz sporadisch für die Anbindung der Mobilfunkstandorte, was in der Perspektive ein höherer Bedarf sein wird an Bandbreite. Vor allem aber gehen wir davon aus, dass diese Standorte dann auch über Glasfaser sozusagen angebunden werden können. Nun haben wir hier einen Versuchsaufbau, einen Teil davon sehen wir hier. Was für eine Testumgebung haben wir hier heute aufgebaut? Zunächst auf der rechten Seite eine Antenne auf 6 GHz, das an einer Makrostation angebracht worden ist. Und dahinter ist ja natürlich das gesamte Netz, inklusive das Core-Netz. Und um die Performance dieses Netzes auch zu simulieren, haben wir hier einen Prototyp eines Smartphones aufgebaut, das hier die Messungen sozusagen oder beim Einsatz der Messungen verwendet wird, um die Performance des gesamten Netzes auch zu demonstrieren. Okay, das heißt, wir sehen hier, wie in Zukunft das Mobilfunknetz aussehen wird. Datendienste benötigen Bandbreite. Bandbreite kriegen wir nur, indem wir Frequenzen haben. Und mit 5G und dem vermehrten Bandbreitenbedarf, den wir für unsere Kunden bereitstellen wollen, brauchen wir mehr Frequenzen. Und dazu bietet sich auch das 6 GHz Band an. Und das haben wir hier am Campus getestet. Welche verschiedenen Szenarien testet ihr hier heute? Wir schauen uns drei verschiedene Szenarien. Das erste ist, wenn das Smartphone relativ nah an der Basisstation sich befindet. Und dort wollen wir uns anschauen, was ist die gesamte Geschwindigkeit, Netzkapazität, die wir hier erreichen. Beim Einsatz von 80 MHz bei unserem Versuch erreichen wir jetzt schon die 1,3 Gigabit pro Sekunde. Und im Vergleich zu heutigem 5G auf 3,6 GHz, was wir ausgerollt haben, ist eine Verdoppelung der gesamten Kapazität.
Okay, wie geht's weiter? Was testen wir jetzt? Wir gehen einige Meter weiter und schauen, wie verhält sich das Smartphone, wenn es in einem weiteren Abstand zur Basisstation ist. Und das wollen wir gemeinsam uns anschauen. Jetzt haben wir ein bisschen was zu gehen. Ja, das ist okay. Wir sind jetzt gerade beim zweiten Messpunkt gelandet, etwas weiter von der Basisstation und damit von der Antenne und erreichen immer noch eine sehr gute Performance im Bereich von 1 Gigabit pro Sekunde. Was ist das dritte Testszenario, was ihr vorhabt? Das dritte Testszenario, was wir vorhaben, ist natürlich eine sogenannte Indoor-Messung. Das heißt, wir gehen jetzt in ein Gebäude rein und führen den gesamten Use Case nochmal durch und werden aber auch sehen, dass selbst bei diesen Konditionen auch eine relativ hohe Performance zu erreichen ist. Also wir sind jetzt indoor, also im Gebäude gelandet, im Bürogebäude. Und was finden wir hier vor? Genau, das ist unser drittes Szenario, was wir hier testen wollen. Wir sind mit dem Smartphone jetzt in einem Indoor-Bereich und schauen die Performance, die weiterhin sehr gut ist für die Rahmenbedingungen, die wir hier vorfinden. Ja, cool. Ich bin überrascht, wie cool das ist. Ja, ja, ich auch. Die Bundesnetzagentur hat mit einer Versuchsfunklizenz diese Tests unterstützt. Das Projekt der Telekom zeigt auf, wie die Einsatzmöglichkeiten des 6 GHz-Bandes gewährleistet werden können. Die Erkenntnisse dieses Projektes werden dazu beitragen, dass wir die richtige Entscheidung für die anstehende Weltfunkkonferenz 2023 und darüber hinaus für die Versorgung Deutschlands mit Breitbanddiensten sicherstellen können. Die Tests liefern wichtige Erkenntnisse für den Mobilfunk der Zukunft. Ja, die Tests haben ergeben, dass diese Frequenzen im dicht besiedelten Gebiet sehr, sehr gut geeignet sind, um Datenmengen, große Datenmengen übers Netz abzuführen. Und diese Tests bilden auch die Grundlage darüber, dass man mit der nächsten Weltfunkkonferenz in einem Jahr darüber befinden soll, wie die Frequenzen wem zur Verfügung gestellt werden sollen. Und ich hoffe natürlich, dass sie den Telekommunikationsunternehmen zur Verfügung gestellt werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Video habt, dann nutzt die Kommentarfunktion unten und am besten abonniert ihr einfach den Kanal. Tschüss aus Bonn!